Eingangsbereich. Dann haben wir hier einen Spiegel. Auf der anderen Seite einen Schrank. Das übliche inklusive Safe. Und genug Platz für einen Koffer. Okay, dann hier links geht es ins Bad. Wir haben His and Hers, große Spiegel, eine Badewanne mit, komm weg, mit noch größerem Spiegel. Die Badewanne ist nicht schlecht, die hat hier diese Jet-Tab-Düsen. Dann, ja, da ist nichts drin. Hier haben wir Bath Amenities. Dann kann man das sehen, eine Stand. Eine Dusche halt separat. Mit großem Duschkopf. Und noch mehr Amenities. Wir haben hier separate Toilette mit Bild. Und mit einem Telefon. Guck dir mal das an, ich kann auf dem Klo telefonieren. Wie oft das wohl benutzt wird. Das wäre das Bad. Kommen wir in den Wohnbereich. Das übliche King-Bett. Sehr bequem. Daneben Lampe, iPod Docking etc. Dann die Möbel, ziemlich dunkel und schwer, mit einem Panasonic Fernseher. Schränke, hier Minibar, aber nicht berühren, kostet einen Haufen Geld. Hier noch ein zweiter Nachttisch. Inklusive Telefon und was sehr geschickt ist, Telefon ist schnurlos. Sitting Area. So. Ja, also das Sofa kann man nichts sagen, sehr bequem. Noch ein separater Stuhl. Und noch eine von diesen Lampen. Dann gibt es hier vier Spiegel. Keine Ahnung, was das soll. Und dann Aussicht. Also da hinten, das gehört gleich noch zum City Center. Das ist gleich Mandarin. Dann haben wir das Bellagio von hinten. Und da drüben sieht man den Eiffelturm, Planet Hollywood und ein Teil der Fontänen. So, Zimmer nochmal in ganz. Dann gibt es noch ein schönes Bild an der Wand. Ja, das passt. Das war's soweit und stopp.